Das wegen Tieren. Ich finde es dann immer so süß. Meistens liegen dann meine Tiere auch direkt bei mir. Und die merken dann ja auch, ah, okay, Mama ist traurig. Komm, dann setzen wir dem Ganzen nochmal eins drauf. Und wir seien dann ganz, ganz niedlich. Mein Kater kommt dann immer so. Immer näher ran. Legt dann seinen Kopf so an mich dran. Oder fängt automatisch an zu schnurren, wenn er merkt, dass ich anfange zu heulen. Und dann heule ich eigentlich nur noch mehr. Und dann habe ich meinen Kater eigentlich nur noch einmal so. Dann, ne? Heule ich ihm erstmal das Fell voll. Bei Animationsfilmen geht das gerade noch so. Aber Real Life ist dann schon anders. Ich kann das bei beiden nicht. Ich heule bei beiden. Meine Katze nicht. Also wir haben einen, der kuschelt überhaupt nicht gerne. Liegt aber immer bei mir am Fußende. Also er liegt nur bei mir. Und Salem liegt halt direkt auf mir drauf, unter der Decke oder halt neben mir an mich gekuschelt und ist halt auch immer da. Egal, ne, ob es mir gut geht oder nicht, der ist halt immer da. Und Leo, reiner Papakater, kommt aber zurzeit auch öfter zu mir. Wahrscheinlich einfach aus Protest, weil Herrchen so lange weg war. Und der liegt dann meistens auf dem Bein. Bein oder zwischen den Beinen. Und ja, kuschelt sich dann da an. Oder hinterm Rücken. Am Rücken liegt er auch ganz gern. Aber der ist halt auch nicht so. Der verschwindet meistens auch, wenn ich krank bin. Aber Salem ist immer da. Der weicht mir nicht von der Seite. Egal wann. Ha, ich hätte nicht so schnell mit dir gerechnet. Bist du sicher, dass du dies wirklich willst? Ich bin ein Mann der Vernunft und würde dir lieber nicht wehtun. Wenn du einfach aufgibst, können wir diese Farce ein Ende bereiten und du kannst deinen restlichen Tag in Frieden verbringen. Die einzige Farce hier ist ein Mann, der versucht, sich vor einer Herausforderung zu drücken, die auf seinem Mist gewachsen ist. Nun, ich werde dir das gleiche Angebot machen. Verschwinde von hier und ich werde dich verschonen. Ich habe gehört, Hammer und die Götterfaust wird seine legendären Techniken einsetzen. Hier auf der Straße? Ha, wie ich sehe, hat dir das Alter nicht nur die Kräfte, sondern auch den Verstand geraubt. Nur wenn du dich so nach Schmerzen sehnst, werde ich dir diesen Wunsch auch gerne erfüllen. Aber denk dran, es gibt kein Zurück mehr, wenn die Fäuste erstmal fliegen. Ich muss auch sagen, meine Katze kommt eigentlich immer zu mir, wenn ich mal auf dem Sofa liege. Pflanzt sie sich entweder auf meinen Bauch. Hinter mich ins kleinste Loch. No. Ja, bei mir grundsätzlich Bauch oder unter der Decke. Ist ein reiner Höhlenkater. Er liebt es, unter der Decke zu liegen. Und wenn er dann noch angekuschelt an mir ist oder im Arm liegt, ich krieg den dann nicht weg. Da darf ich dann stundenlang so liegen bleiben. Heute Morgen war es. Da lag ich auf der Seite und er lag halt komplett hier oben auf mir drauf auf der Seite. Da dachte ich auch nur so, Salem. Ich muss mal weg hier. Ich kam nicht weg. Ich lag da, glaube ich, 1,5 Stunden. Dieser Kater ist einfach nicht weggegangen. Irgendwann hat er dann gemerkt, ach, Mama ist wach. Ja, ich gehe dann mal so ganz langsam. Aber halt wirklich Zeitlupe. In Zeitlupe ist er aufgestanden. Wie in alten Zeiten, nicht wahr, Wegfahr? Hurra! Ja, geil. Hast du das gesehen? Er war so schnell, dass meine Augen kaum folgen konnten. Seine Haare wirken so ein bisschen metallig. Hat er da eine Pfeife? Nein, das darf nicht wahr sein. Ich lasse mich doch nicht von einem senilen alten Narren besiegen. Ach, der raucht erstmal ein. Oder wie? Schwingt eure Hintern hierher, alle! Das ist jetzt aber Cheaten. So war das aber nicht abgemacht. Falls du dich wundern solltest, das war Pluto. Ein Hauch davon und dein Körper wird hart wie Stahl. Nicht einmal ein Schwert kann ihn durchdringen. Sturer Mistkerl. No. Rokuta, aber. Warum? Ich kämpfe nicht an der Seite von Betrügern.
Sprecht eure letzten Gebete. Wusste nicht, dass Drogen die und sehr legal sind. Wusste ich auch nicht, aber das scheint eine gewesen zu sein, weil, ne? Da hatten wir damals auch die Unterhaltung, wo jemand meinte, es gibt keine Drogen in Eosia, wo ich meinte, doch. Dieses Lumnus-Raucherhas, oder wie das heißt, ist ja eine, eigentlich eine Droge. Die ist aber nicht legal. Aber damit handeln die. Also, ich weiß zwar nicht, warum er das dann auf einer Straße... Ich gehe mal davon aus, dass das in dem Tabak da drin war. Aber... Gut. Warum nicht? Ich glaube, in Ulda ist fast alles erlaubt. Zumindest, wenn es bei Betrügern geht. Wenn ich mit euch fertig bin, werden euch nicht mehr eure Mütter wiedererkennen. Hatte ich nicht mehr in meinem Gedächtnis. Ich weiß das eigentlich auch nur noch, also gerade jetzt halt nur noch, wegen der Quest. Weil es hier halt um Drogendealer quasi geht, die dieses illegale Sumnus-Rauchharz da verhökern. Und damit andere halt bedrohen. Von daher, ja. Ansonsten, ich glaube, einen der wenigen Hinweise liefert das Intro, wenn man in Ulda startet. Da wollen, oder soll der eine, der da ja mitreist, soll ja auch verhaftet werden, weil er Sumnus dabei hat. Es wird halt nur nicht erklärt, was es ist, nur dass es halt verboten ist. Könnt ihr mal aufhören, hin und her zu rennen? Könnt ihr doch einmal an Ort und Stelle bleiben? Und da ist ein Heiler. Ha! Dich erledige ich als erstes jetzt. Aber wie es eigentlich nur Marodeure sind, ne? Marodeure und Pikiniere. Und jetzt, wie gesagt, eben ein Heiler. Und statt Faustkämpfen macht er hier mit seiner Axt. Das ist Cheaten. Ich glaube, ich kann das auch unterbrechen. Versuche ich gleich mal. Ja, kann ich. Die Geschichte ist auch schon mega lang her bei mir. Habe auch damals in Gridania gestartet. Gar nicht mitbekommen oder verdrängt. Ja gut. In Gridania wird das, glaube ich, auch nicht so... Ist das auch nicht so bekannt. Ich glaube, das ist eher in der Region Ulda. Meine ich. Aber ich habe damals auch zuerst in Gridania gestartet. Wobei, nee, den allerersten Char war in Ulda. War tatsächlich auch Paladin. Aber ich wusste damals nicht, was Tank, Heiler und DD ist. Weil das war halt nicht ersichtlich aus dem Fenstern. Und ich habe damals nur nicht ins Charakterfenster geguckt und dann dachte ich, oh scheiße, ich muss dann ja in Innis vorrennen. Nein, danke, ich spiele doch was anderes. Dann habe ich das Spiel gar nicht mehr angeguckt und letztes Jahr habe ich dann als Bade gestartet. In Gridania. Und da habe ich dann als Bade quasi hochgekämpft. In Ulda kämpfen sie also alle, man lernt nie aus. Viele, sehr, sehr viele. Also wenn man wirklich die ganzen Texte liest, mir fällt das halt auch nur durch die Neben- und Klassenquests jetzt gerade auf. Storytechnisch, ja wirklich nur, wenn du in Gridania startest und dann erfährst du aber nicht, dass das, ne, was das ist. Nur, dass es das gibt und dass es verboten ist. Und dass die Person damit das unschuldige Ulda verderben will. Das ist tatsächlich, wurde tatsächlich so genannt dann. Also wirklich nur durch Nebenquest. Oder halt die Klassenquest, wenn man sie liest. Sonst wüsste ich das auch nicht. Und auch nur, weil ich jetzt gerade Ring Reborn jetzt spiele. Also, ich glaube, wären wir jetzt schon bei Shadowbringers, hätte ich das auch schon wieder verdrängt.
Alten habe ich so ein kleines Kurzzeitgedächtnis. Ja, ich merke mir einfach nichts. Gerade so jetzt, ja. Wenn du mich in 3 Wochen das so selber nochmal fragst, weiß ich es wahrscheinlich nicht mehr. Denke ich dann nur so. Okay, ja, kann sein. Mhm. Ihr habt es geschafft, Meister Harmon. Ihr habt gewonnen. Gegen die Drogendealer. Meister? Nein, Shoshutu. Wir haben gewonnen. Dieser Sieg gebührt nicht mir alleine. Deswegen ist Frau Banakro unterwegs. Jetzt haben wir's, ne? Jetzt haben wir's. Das war unglaublich. Die Faustkämpfer haben es diesen zwielichtigen Typen ordentlich gezeigt. Die Geschichte vom heutigen Tag werde ich noch meinen Enkelkindern erzählen. Du bist doch schon alt! Entlarvt. Ich glaube, der kriegt keine Enkel. Also, noch mehr Enkelkinder kriegt er, glaube ich, nicht mehr. Unsere Arbeit hier ist getan. Lass uns nach Hause gehen. Zur Gilde. Tschüss. Tschüss, lass laufen. Irgendwie cute. Irgendwie mega cute. So. Watschelschritt. Ich bin immer Lehrer hier. So. Bald bin ich Mönch. Bald, bald. Eine Quest doch. Wahrscheinlich. Ich möchte dir erneut danken, Adaria. Dank dir habe ich meinen Kampfgeist neu entfacht und meinen Dämonen besiegt. Was auch viel wichtiger ist, Rokuto ist zur Vernunft gekommen und Shoshutu hat ihre Lebensfreude wiedergefunden. Bitte vergebt mir, Meister. Ich werde mich nicht mehr mit den Alakranen einlassen. Ich werde durchs Land streifen, um mich selbst zu finden. Da eines Tages ein großartiger Faustkämpfer wie ihr zu werden. Du bist gerade erst zurückgekehrt und wirst uns schon wieder verlassen? Nein! Oh Mist, ja, ich habe aus Versehen weitergeklickt. Egal. Der Laden der Jugend ist wahrhaft ein Segen. Geh, mein Junge. Ich habe keinen Zweifel daran, dass du mich stolz machen wirst. Was dich angeht, deine Kombinationen waren äußerst beeindruckend und ziemlich schmerzhaft. Durch das Unterstützen meines Trainings bist du selbst zu einer stattlichen Faustkämpferin geworden. Es ist an der Zeit, dir die Technik beizubringen, mit der ich zahlreiche Scharmützel im Kolosseum für mich entschieden habe. Ich werde sie schlicht und einfach demolieren. Du kannst sie entfesseln, wenn du dich in der Crawl-Form befindest, um eine Kombination mächtiger Schläge und Tritte zu entfesseln, die deinen Gegner ins Taumeln bringen. Du bist stark geworden. Aber deine Reise als Faustkämpferin ist noch lange nicht vorbei. Um dorthin zu kommen, wo ich bin, bedarf es noch vieler weiterer Herausforderungen und Erfahrungen. Aber welche Hindernisse dir auch immer begegnen werden, ich bin zuversichtlich, dass du dir deinen Weg bahnen wirst. Solange dein Kampfgeist lodert, gibt es nichts, was du nicht erreichen kannst. Ich bin der lebende Beweis dafür. Oh Gott, ich kann schon nicht mehr lesen. Dränge weiter voran. Und schreibe mit deinen Fäusten deine eigene Legende. Sehr schön. Wir haben's bald. Wie gesagt, wenn ich dann dran denke, morgen den Gärter zu machen. Boah. Das zieht sich dann auch nochmal. So. Duo mit 4 Fäusten. Kennst du den Historiker Professor Erik? Er ist ein Forscher auf dem Gebiet der Militärgeschichte, ist er eine Koryphäe. Doch auch was das Ausgeben von Forschungszuschüssen anbelangt, ist er in ihr sehr führend. Außerdem neigt er dazu, seine Ausführungen oftmals etwas ausarten zu lassen. Der Professor hat sich dazu entschieden, historische Schlachtfelder aufzusuchen, dort Feldforschung zu betreiben. Am besten mit Freibriefen, ja, habe ich auch vor. Ist zumindest auf jeden Fall bei Sammlern richtig, richtig gut. Habe ich jetzt zumindest bei meinem anderen Char gemerkt. Es war gar nicht mehr so verkehrt. Bei den Craftern, wie gesagt, suche ich mir meistens irgendeine Sache, wo ich ganz, ganz wenig nur für brauche. Sammle genug davon und dann crafte ich das komplett einmal durch. Und das funktioniert tatsächlich auch ganz gut. Vor allem mit dem Routine-Bonus hier wird das bestimmt gut funktionieren. Bei den Craftern.
noch ein Grund, warum ich auf dem Server bin. Dann geht das Ganze ein bisschen schneller und ich muss nicht so leiden. Nun, wie man hört, treiben auf eben jenen historischen Städten viele gefährliche Monster und Wesen. Deswegen hat die Libra Bank, welche erheblich Geldmittel in die Forschung investiert hat, uns mit dem Schutz des Professors beauftragt. Wenn ihm etwas zustoßen sollte, leidet auch der gute Ruf unserer Gilde. Deshalb wollten wir ihm einen unserer besten Kämpfer mit auf den Weg geben, einen Mönch aus Alamigo. Tja, gerade eben ging mir eine Beschwerde von Professor Erik persönlich ein, dass unser Mann seine Pflichten vernachlässigt habe und nicht zur verabredeten Zeit am Treffpunkt erschienen sei. Daria, da du als Faustkämpferin so einiges drauf hast und genau zur richtigen Zeit hier erschienen bist, wollte ich dich fragen, ob du nicht den Begleitschutz des Professors übernehmen kannst. Wenn du Glück hast, lernst du bei diesem Auftrag auch den Mönch kennen, von dem ich sprach. Wenn du einmal eine wahre Meisterin des Faustkampfes werden möchtest, solltest du versuchen, etwas von ihm zu lernen. Dann geh sofort zur Goldschmiedergilde in Ulda und stell dich Professor Erik vor. Der Professor versprach uns eine stattliche Entschädigung für den von uns bereitgestellten Schutz zu zahlen, wenn er dieses Projekt zu einem erfolgreichen Abschluss brächte. Professor Erik ist für uns eine wichtige Investition. Pass also gut auf ihn auf. Teilen wir täglichen Sachen, wo man abgeben kann. Ich kann unter Timer einsehen. Kostet aber auch etwas. Ja, stimmt. Stimmt, das gibt es ja auch noch. Das verdränge ich meistens. Wobei, damit habe ich den Fischer zuletzt auch ganz gut hochgekriegt. Aber eigentlich nur wegen der Staatstaler. Eigentlich nur die Staatstaler holen. So, Goldschmiedegilde war das, ne? Dann einmal dahin. Ja, aber mit dem Routinebonus sollte das ja hoffentlich ganz gut funktionieren. Also nochmal ein Weilchen schneller. Ich muss auch dran denken, ich kann jetzt ja auch die wilden Stämme machen. Ich habe ja steinerne Wacht abgeschlossen, das heißt, ich kann jetzt auch endlich die Stämme machen. Aber da fange ich wieder mit den Sylphen an, weil ich die Sylphen am meisten verabscheue. Mit die Meinige und die Deinige und was weiß ich. Also die Sylphen mache ich grundsätzlich als erstes. Die gehen mir auf Dauer so auf den Keks. Das glaubt er gar nicht. Das ist echt... Nee, das ist nicht schön. Ich habe alle oben. Nee, ich tatsächlich nicht. Die einzigen, die ich oben habe auf dem anderen Schar, sind die Akasudara. Also diese Elefantenviecher. Das sind die einzigen, die ich oben habe. Aber ich habe mich da auch nie groß mit beschäftigt, muss ich ehrlich zugeben. Noch ein Grund, warum ich den hier gut es geht hochspielt. Ich will mit dem Schar so viel es geht halt machen. Alles werde ich wahrscheinlich nicht machen. Weil zum Beispiel Savage liegt mir halt gar nicht. Vielleicht habe ich auch einfach nie die richtige Gruppe gefunden. Aber mal gucken. Eigentlich nur wegen den Mounts, weil ich die sammle. Ja. Der einzige Grund, warum ich die auch haben will. Und wegen der Pets halt. Die Pets auch. Haben Sie mir endlich jemanden geschickt? Wir haben keine Zeit, also komme ich gleich zur Sache. Ich bin Erik, Erforscher des Übernatürlichen. Meine revisionistischen Vorgehensweise für die Kriegsgeschichte neu schreiben. Derzeit arbeite ich an der Rekonstruktion historischer Schlachten anhand meiner ätherisch-analytischen Methode. Woran denkst du bei einem historischen Schlachtfelden? Weitläufiges Flachland, eine Heide womöglich? Totaler Schwachsinn. Die richtige Antwort lautet ein Ort, an dem große Heere zum Kampf aufmarschierten. Wichtig sind nur strategische Standpunkte, verstehst du? Die Position von Stützpunkten. Seit Anbeginn der Zeit gibt es kriegerische Auseinandersetzungen zu denkenden Völkern. Wahre Schlachtfelder findet man nicht in den Heldengeschichten der Barden. Man muss sie mit den eigenen Füßen ablaufen. Werde der Erste sein, der längst vergessene Schlachtfelder der Antike entdeckt und innovatorisch interpretiert. Und da du mich dabei begleiten wirst, soll dies auch deine Bestimmung sein. Ehrlich gesagt habe ich bereits einen Begleiter. Den erhabenen Mönch Wittergild. Dargild? Den seine Faszination für meine Forschung auszeichnet. Er stammt übrigens aus Alamigo, wo die Kampfkunst der Mönche ihren Ursprung hat. Wenn du noch nichts über die Mönche gehört hast, so solltest du wenigstens wissen, dass sie durch hartes Training die Chakren genannten Energiezentren zu öffnen versuchen,
den Energiefluss in ihrem Körper bewusst zu steuern. Leider verschwindet er von Zeit zu Zeit, ohne mich über seine Absichten zu unterrichten. Deswegen sollst du diesmal mein Begleiter sein. Das sollte als Einleitung erst einmal genügen. Der Ort, bei dessen Untersuchung du mir helfen sollst, sind die Sildith-Ruinen im zentralen Tanalan. Dein Gesichtsausdruck verrät mir, dass es eine Bildungslücke zum Thema Sildith zu führen gibt. Dann will ich dir mal etwas über diese untergegangene Stadt erzählen. Och, ich will keine Geschichtsstunde. Bei der Insel fehlen mir auch nur noch 2 Mounts. Bei der Insel fehlen mir noch ganz viele. Ich habe gerade mal 1. 1 habe ich. Aber ich glaube, ich könnte mir morgen oder übermorgen das nächste holen. Aber ich will erstmal das für 24.000 haben. Deswegen spare ich gerade noch. Ich will erstmal das große haben, das teure. Nach dem Tod des Königs von Sildith, Lala Wefu, Siltata Wefu, den man den Brunnenkönig nannte, verfiel sein Volk in eine Starre. Ökonomische Reformen, horrende Steuersätze, bla bla. Bis sich die Spannungen entluden, bla bla. Das Chaos ausnutzen, bla bla. Die Uldaner wollten, bla bla. Zu verwandeln. Ist das nicht faszinierend? Hey, hast du mir überhaupt zugehört? Der allseits bekannte und akzeptierte geschichtliche Hergang, der zum Untergang Sildiths führte. Es soll auch Forscher gegeben haben, die diese These widerlegen wollten, als sie alle verschwanden, kurz bevor sie ihre Arbeiten veröffentlichen konnten. Wenn ich diese Feldversuche durchführe, werde ich endlich Gewissheit haben, ob die offizielle Geschichte die Wahrheit ist oder nicht. Also, auf zu den Sildith-Ruinen im zentralen Tanalan. Geh du schon mal vor, Aldai, und bring dieses Ethermis-Gerät an. Und wenn du schon mal über die Militärgeschichte Eorzeas erfahren möchtest, kannst du mich jederzeit fragen. Ich habe mir es nämlich auch zur Aufgabe gemacht, den Wissensdurst der Wissbegierigen zu stillen. Nein, bitte nicht. Dann fehlt mir nur noch 1. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe das allererste in der Liste. Meine ich. Bin mir aber nicht ganz sicher. Wird aber noch lustig. Auch hier. Hier muss ich dann nämlich auch noch ganz, ganz viel machen. Ganz, 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 ganz viel. Hallo, mein kleines Drachileinchen. Und, oh Gott. Mike Tyson? Hallöchen, ein wunderschönen Abend hier. Es ist spät. Es tut mir leid, wenn ich deinen Namen nicht richtig ausgesprochen habe. Tut mir furchtbar leid. Ich habe gerade Werbung, was hast du gesagt? Ich habe nur gesagt, ich habe das erste aus der Liste, glaube ich. Also von den Inselmounts, das was ganz, ganz oben ist, müsste ich haben. Und ansonsten habe ich von der Liste, also ich habe das Pad habe ich auf jeden Fall schon, ich habe eine Frisur. Und mehr weiß ich gar nicht, was ich habe. Und ja, sonst habe ich nur gesagt, dass ich hier halt auch noch ganz viel vorhabe. Allein wegen der Insel. Aber das dauert ja noch. Ich kann ja nur besuchen gehen. Ich kann ja leider nicht. Ich muss ja leider Endwalker durchspielen. Um meine Insel haben zu können. Was sehr bitter ist. Ich hätte gern meine Insel. Ethermis-Gerät. Ja, für mich hat es aber trotzdem ewig gedauert. Weil ich bin halt überhaupt nicht so mit Sammeln und... Aber die Insel ist halt trotzdem irgendwo cool. Aber es war trotzdem für mich ein Akt, das alles zu sammeln. Weil ich halt auch immer nicht so die Zeit habe, das dann zu machen.
Ja, ich habe zwar die Leutchen, die das dann auch für mich sammeln können, aber das ist dann ja auch immer nur so ein bisschen. Und ja. Ich weiß nicht. Aber an sich finde ich sie ganz cool, die Insel. Irgendwann war sie bei 10. Ja, ich habe so. Das Einzige, was ich jeden Tag gemacht habe, war auf jeden Fall meine Sachen daherzustellen. Ansonsten, ja. Ich habe es nicht immer gemacht, deswegen war ich auch ein bisschen später auf 10. Glaube ich. Aber es hat auch gar nicht so lange gedauert. Für mich schon lang, aber insgesamt. Ich glaube nicht meinen Monat. Aber es war halt trotzdem hart. Ich habe das halt dann halt immer nur gemacht oder mein XP eigentlich nur dadurch gekriegt, dass ich halt die Häuser aufgewertet habe. Gut gemacht. Dann lass mich jetzt dazu übergehen, die Ätherströme zu messen. Nanu? Oh. Ich will einfach nur, dass sie. Ich will nur den Mönch haben. Monster! Nun ja, wir sind ja auf einem Schlachtfeld. Jetzt kannst du zeigen, was du als Leibwache taugst, Eldaria. Sollte nicht eigentlich noch ein anderer Mönch hier sein? Ah, und damit kann ich dann das machen. Warum lasse ich mittlerweile von den NPCs machen? Mir alles sonst viel zu stressig arbeitet. Ja, das stimmt. Also ich lasse auf jeden Fall die Feldarbeit und das Sammeln von den Tieren, das Abernten, das ne? Felle und Eier und sowas. Das sollte ich auch von denen machen. Da habe ich tatsächlich auch überhaupt keinen Nerv zu. Ist das auch für alle? Nee. Ist aber Schaden über Zeit. Okay, dann kommt das dahin. Das ist ganz kurios hier. Also wenn ich Schaden über Zeit machen will, kommt dann das dazu. Gut. Das merke man sich mal alles beim Mönch. Schaden über Zeit. Und wieder das. Das machen. Okay. Ah, da ist er. Hi. Servus. Der hat ein leuchtendes Auge. Ich habe ein leuchtendes Auge. Oder ist das ein Stirn? Ich weiß nicht. Wir leuchten. Wieder Geld. Ich wusste doch, dass du kommen würdest. Ah, Eldaria, du hast ganze Arbeit geleistet und meine zugegebenermaßen tief gesteckten Erwartungen übertroffen. Abenteurerin, ich möchte dir Wiedergeld vorstellen. Wiedergeld, wie auch immer. Er wurde mir von der Faustkämpfer-Gilde als Leibwache zugeteilt. Doch er ist viel mehr als das. Er versteht mich und arbeitet mit mir zusammen. Er ist sozusagen mein Schüler. Mein leuchtendes Ohr. Dass die Sache besser macht? Ich weiß jetzt nicht, ne? Der einzige Haken an unserer Zusammenarbeit ist, dass er sich manchmal einfach nicht bei mir meldet. Aber das hängt halt mit seinem Training zusammen. Ja, er redet ständig von dieser für mich als Wissenschaftler nicht nachvollziehbaren Weise, die Energiebahnen seines Körpers anzuzapfen. Wie bitte? In den Ruinen von Sildith? Das sind ja wunderbare Neuigkeiten.
Was? Porsche. Seid vorsichtig, Professor. Es wird nicht lange dauern, bis sich dort wieder Monster zeigen. Abenteuerin, spürst du, wie sich der alles umgebende Äther, der in dieser historischen Stätte besonders stark fließt, auf deinem Körper auswirkt? Du hast kein Superhelmet und leuchten. Noch nicht. Ich könnte mir vorstellen, Marvel erfindet das irgendwann auch noch. Der Superheld mit dem leuchtenden Ohr. Die Schlacht, die hier stattfand, liegt lange zurück. Doch viel Energie von damals ist noch übrig und hat dich gefunden. Mein Glückwunsch. Der Äther scheint dein Energiezentrum weit geöffnet zu haben. Ja, ich rede von dem Licht, das vorhin aus deinem Inneren erstrahlte. Ah, aus meinem Ohr. Toll, jetzt denke ich die ganze Zeit nur daran, dass das Licht aus meinem Ohr kommt. Der Professor hat dir ja bereits erklärt, dass ich ein Mönch bin, vom Orden Reigers Faust. Mönche überkommen jeden Gegner mit der bloßen Kraft ihrer Fäuste und ihres Willens. Und ihrer leuchtenden Ohren. Die Energie in uns bewegt unsere Fäuste und sie entspringt den Chakren, heiligen Orten in unserem Körper. Ohren! Vom Orden. Nein! Ach, scheiße. Das Orden. Diese Energiezentren existieren in allen Lebewesen, doch bewusst anzapfen kann sie nicht jeder. Dazu sind an sich und allein die Mönche in der Lage. Wir kontrollieren die Energiekanäle von unserem fleischlichen Körper zu stärken. Dazu sind viel Training und große Disziplin nötig. Und große Ohren. Besonders fähige Abenteurerinnen wie du haben die Veranlagung, und dem Einfluss des Äthers die Energie des eigenen Körpers bewusst zu nutzen zu lernen. Okay. Und ein langjähriges Training. Ich habe davon gehört, doch mit meinen eigenen Augen habe ich es zum ersten Mal gesehen. Und gehört mit den Ohren, den leuchtenden. Der Orden, der Ohren. Genau, Kitty. Genau. Dies hier ist ein Mönchkristall. Eigentlich dürfen nur Mönche ihn besitzen, die eine bestimmte religiöse Überzeugung teilen. Aber ich möchte dir diesen zum Geschenk machen. Schließlich hast du bereits bewiesen, dass du die Veranlagung besitzt, unsere Kampfkunst zu erlernen. Allerdings hast du deine Chakren nur für einen winzigen Augenblick angezapft. Du musst nur lernen, sie frei und ungezwungen zu steuern. Seit jeher üben sich junge Mönche in der Askese, doch die Orte, an denen man am einfachsten auf seine Energiezentren einwirken kann, sind Schlachtfelder, dort wo die Energien vieler verschiedener Seen aufeinanderprallten. Ich selbst habe bereits viele Schlachtfelder bereist, um meinen Geist, meinen Körper und meine Techniken zu trainieren. Und deine Ohren. Dass ich mit dem Schutz des Professors betraut wurde, ist ein willkommener Zufall. Für dich ist es womöglich ein Wink des Schicksals. Professor Erik, ich bin wieder zurück. Daria, ich werde mich um seinen Schutz kümmern. Warum sammelst du nicht das Äthermissgerät ein und bringst es zurück zum Professor? Wenn du Viera wärst, wärst du unschlagbar. Das kommt irgendwann noch. Wir spielen irgendwann noch den Viera. Wie gesagt, ich will ja jedes Volk mal spielen. Das Ding mit den Ohren werde ich jetzt nicht mehr vergessen. Das kommt dann wieder. Das kommt dann bei der Viera zum Einsatz. Wird lustig. Dann machen wir die ganze Zeit Ohrenwitze. Der Herr der Ohren. Krieg der Ohren. So. Vielleicht zur Goldschmiede. Nein? Goldschmiede. Gilde. Ja. Da ist Erik. Bitte nicht wieder so eine lange Geschichte. Da bist du ja wieder. Ich habe gerade mit der Analyse der letzten Messeergebnisse begonnen. Alles sehr faszinierend. Lass mich bitte noch etwas in Ruhe arbeiten.
Urwurst, Episode 5, die Rückkehr der Urritter. Oh, sehr geil, Kitty. Das Ethermis-Gerät. Vielen Dank. Wie ist es dir ergangen? Wie geil, da hat dir einen Mönchkristall gegeben. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr so schnell miteinander warm werdet. Aber es freut mich natürlich. Ihr solltet euch die Arbeit teilen. Du bist für das antike Schlachtfeld verantwortlich. Gefährlich, aber eine gute Gelegenheit, dein Können als Mönch zu trainieren. Yay. Überhaupt. Bin nun ein Mönch. Der Mönch mit der Peitsche. So. Wunderbar. Setz mal unter dem Westen springen. Ich kann nicht mit dienen. Ich hab einen. Ich hab den Springern. So, jetzt muss ich mal kurz sortieren. Da muss ich noch gucken, wo das dann hinkommt. So, das da nehme ich dann irgendwann mal an. Das kommt dann irgendwann die Tage. So, dann gehe ich einmal kurz an Limsa, wie immer. Und dann weiß ich zum Glück auch schon, wo ich euch hinrede. In der Hoffnung, dass die Person gleich noch da ist. Sonst gibt's Ärger. So. Wie gesagt, morgen ab 16 Uhr geht's dann weiter. Dann machen wir dann den Sammler. Ab 20 Uhr ist dann Witcher. Witcher 3. Wer ein Interesse hat, ne? Kann gerne wieder vorbeigucken. Ich mache jetzt hier einmal noch fix mein Gehilfen. Ich hoffe, hier sind jetzt wieder keine kreischenden Lalas wie vorhin. Dann streike ich nämlich. Getrocknete gelbe Faltchen. Und die sind schön. Ich glaube, die behalte ich sogar mal. Wie Geld bringen die bestimmt nicht.